Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. So ist es ein bisschen freundlicher. Und ich begrüße euch zum Hardware-Video vom VC 2 Plus Master-Ladegerät. Ich packe mal hier alles erstmal beiseite, dass wir uns dann mal das genau angucken können. Wir haben jetzt hier ein USB-Kabel, den werden wir uns gleich angucken. Die Hefte und so brauchen wir uns jetzt nicht wirklich angucken. Wir werden aber auch nochmal einen Blick drauf werfen. Und die Wartungskarte, habt ihr Unboxing gesehen, was damit bei ist. Wir machen jetzt erstmal hier den USB auf. So, der ist auch, ja, der ist recht lang. Also wir haben dann hier oben nur einen dicken Stecker, den stöpsel ich hier schon mal rein. Und dann haben wir hier so einen USB-Stecker. Aha. Und dann haben wir hier USB-Output haben wir hier auch. Seht ihr das? Also hier ist der Input für den Stromstecker und hier haben wir den Output. Und hier ist der Output für USB. Seht ihr das? Das steht nämlich da drinnen. Ich werde euch das auch mal präsentieren. Und zwar, wie präsentiere ich euch das am besten? Mit meinem Handy. Genau, ich nehme mein Handy und meinen weißen Kabel von meinem Handy zum Strom. Nehme ich mir jetzt hier mal weg. Den habe ich nämlich nicht vorbereitet gehabt. So. Den mache ich jetzt ganz normal in den Output rein. Ja. Machen wir mal, bevor wir uns die Hardware genau angucken, weil das interessiert mich jetzt selber, ob das auch so funktioniert. Ich nehme jetzt einfach so einen Original-Extra-Akku. Den stöpsel ich jetzt hier rein und dann springt hier auch gleich ein Display an und zeigt, wie voll der Akku ist. So, und wenn ich jetzt das ranmache und jetzt zeige ich euch das mal, jetzt stöpsel ich das hier oben ein. So, und ich habe ein Stromzeichen. Wie kann ich euch das zeigen? Ich habe hier so viel Zeug wieder auf dem Display. So. Seht ihr das? Dass da der Strom drin ist, dass ich bei 43% Akku bin und da ist der schwarze Blitz. Ich kann jetzt auch, passt auf, jetzt könnt ihr das gleich ganz genau sehen, ich ziehe jetzt den Stecker raus, zack, und der schwarze Blitz ist weg. Jetzt mache ich den wieder rein. Zack, und hat auch vibriert, der schwarze Blitz ist wieder da. Also wird jetzt mein Handy praktisch so geladen. Also könnte man sich das praktisch, wenn man jetzt keine Dogging Station oder Power Station da hat, wie heißen die, Powerbank, kann man auch sowas mitnehmen für unterwegs und nimmt sich ein paar 18650er mit. Wenn man jetzt zum Beispiel noch ein paar 18650er von alten Geräten hat, die jetzt nicht die Amperezahl haben, dass man so auf neuen Geräten benutzen kann, also keine High-Drain-Akkus, sondern schwächere, braucht man sie ja nicht wegschmeißen. Man nimmt sie einfach dafür. Nimmt man zwei, drei mit und dann kann man unterwegs sein Handy schnell mal laden oder als Zusatz benutzen. Finde ich, das ist doch schon mal was Tolles. So, dann können wir das hier abmachen. Hm, 2,1 Ampere steht hier drauf beim Input. Seht ihr das? Hat das? Da 5 Volt, 2,1 Ampere. Das heißt, wir können mit 2,1 Ampere belasten. Ich habe jetzt hier 1 Ampere, 1 Ampere, 2,4. Ich nehme jetzt hier einfach mal 2,4. So, und dann springt auch gleich das Ladegerät an. Ja, ich mache nochmal ab, dann könnt ihr das sehen. Wir haben hier ein schönes Display. So, ich werde euch mal ranzoomen. So, da haben wir jetzt ein sehr schönes Display.
Könnt ihr alles schön sehen. Und jetzt nehme ich einfach mal meine beiden leeren Akkus. Einmal in Samsung INR 18650, also kein Sony Konion, sondern in Samsung INR 18650. Und ich nehme einen von Aspire mit 3500 mAh oder so. Ne, 2500 mA, 20 bis 30 Ampere Ausgabelast. Na, da könnt ihr jetzt schlecht sehen jetzt. Die nehmen wir jetzt einfach mal. Ich mache mal den auf Port 2 und den Samsung auf Port 1. Jetzt habe ich hier auch ein Rot. Sind sie beide rot. So. Und er fängt schon an zu laden. Der sagt mir jetzt, 4% ist der grüne voll und der ist ja 0% voll. Okay. Brauchen beide so um die über 6 Stunden zum Laden. Sind beide Lithium-Akkus, 5 Ampere. Steht jetzt da in der Mitte. Jetzt drücke ich hier einmal drauf. Und da seht ihr, da halbiert sich die Zeit. Ich lade jetzt mit einem Ampere. Da seht ihr das, 6 Stunden. 3 Stunden. Also ich gehe jetzt nur von den vorderen aus. Jetzt bin ich schon bei 1% bei dem hier. Hier bin ich immer noch bei 4%. Ja, mehr Knöpfe haben wir auch nicht, mehr können wir auch da nicht machen. Hier wird uns das dann angezeigt. Das Display, denke ich mal, das wird dann auch gleich ausgehen. Das werden wir jetzt mal noch beobachten, ab wann das gedimmt wird. Ich denke mal nicht, dass es die ganze Zeit so anbleiben wird. Oh, da bin ich jetzt schon bei 5% bei dem einen und beim anderen bei 2%. 8% so ja schon. Müsste ich erstmal einpegeln hier wieder. Da seht ihr, hat 8% und 2%. Da, seht ihr, jetzt hat sich's abgeschalten. Jetzt sind die Lampen nicht mehr an. Ihr seht es noch ziemlich deutlich auf dem Video, aber wenn ich jetzt hier mal rauszoome, so, dann seht ihr, dass jetzt schon mal nicht mehr so erleuchtet ist. Das ist sehr dunkel. Ich sehe es jetzt auch, ich kann es noch gut erkennen, aber es ist überhaupt nicht hell. Und wenn ich jetzt hier nochmal drauf drücke, jetzt ist es wieder hell und jetzt seht ihr, wie hell das in Wirklichkeit ist und das dimmt sich dann ab. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, ein USB-Ladegerät. Macht sich bei mir jetzt natürlich richtig klasse, da ich ja hier auch so einen USB-Charger habe, wo ich den drin machen kann, mit 2,4 Ampere beladen kann. Da habe ich meine anderen E-Zigaretten dran, geht mir natürlich kein Stromstecker verloren, funktioniert recht gut. Wir haben keine Autoladestation mit bei, also Autoladekabel und so, aber auch hier macht es ein sehr schönes, wertiges Bild. Wir gucken uns jetzt mal so an, wie es verarbeitet ist. Ich habe hier keine scharfen Ecken und Kanten. Ist wirklich sehr abgestimmt. Wir können hier natürlich der Ladestart, ich habe jetzt keine so eine großen Batterien, aber wir können jetzt natürlich auch die ganz großen Batterien hier laden und eine normale ohne Probleme. Der Ladeschacht ist hier wirklich extrem groß. Ich werde euch mal nochmal ranzoomen, dann könnt ihr das nochmal sehen. So, da seht ihr das. Der Ladeschacht, hier ist wirklich noch schön Platz. Wenn ich den mal hier so richtig beiseite schiebe und die hier noch beiseite schiebe, die werden trotzdem noch geladen. Und ihr seht, was da am Platz ist. Also wir können hier locker die 26650 laden und noch eine 18650er oder die kleinen. Wir können auch so ganz normale, das sind jetzt keine, ich habe jetzt keine Akkus mehr da, aber von der Fernbedienung, die Doppel-A und so, so eine kleinen, ja, die können wir ja auch ohne Probleme laden. Das macht mir jetzt natürlich wieder einiges leichter, da ich ja von der Wii einige Akkus habe, die ich jetzt erstmal wieder raussuchen muss. Und ich meine Fernbedienung jetzt auch wieder auf Akku bringen kann und jetzt nicht zwei Ladegeräte haben muss. Ich kann jetzt ein einziges Ladegerät benutzen für alles, also hier in diesem. Das macht es mir natürlich wesentlich leichter und spart auf jeden Fall Gerätschaften im Haus. Finde ich sehr gut. Der ist jetzt schon bei 15% und beim anderen bei 21%, also das geht hier sehr zügig. Bin ich gerade sehr begeistert von. Ich hatte mich mit Extra auch unterhalten über die Technologie, die da drin steckt.
Und da wurde mir auch eines erklärt, was ich nicht, vorher nicht wusste. Ich hatte das Ladegerät schon mal gesehen, aber, also auf der Extra-Seite, aber halt war mir nicht bewusst. Die haben hier eine Technologie drin, ich kann den Namen nicht aussprechen, das werde ich euch auch noch raussuchen, dass die Akkus sehr schonend geladen werden und auch wirklich so weit richtig gut geladen werden, wie sie geladen werden können. Weil einige ja nur bis 98% oder sowas machen und die hier werden die wirklich komplett geladen. Ich bin mal da sehr gespannt, wie, vor allen Dingen, wie lang so ein Ladezyklus jetzt ist. Hier steht es auch nochmal drin, dass man da ein Handy ranmachen kann, da kommt ein Strom ran. Hier, Bauhöhe, hier sehen wir doch. So, hier haben wir doch drauf. Jetzt kann ich euch das genau sagen. Ladegerät für IMR, INR, ICR und NIMH, NICD, LI, ION für 10, 440, 14, 500, 14, 650, 16, 340, 17, 500, 17, 670, 18, 350, 18, 50, also 18, 500er, 18, 650, 18, 700, 22, 650, 25, 500, 26, 650. Niedrigspannung 3,6 bis 3,7 Volt. Und dann werden noch die Bauhöhen 4-fach A, 3-fach A, 2-fach A, 1-fach A, C, SC, C und D mit einer Niedrigspannung von 1,2 Volt unterstützt. So, da könnt ihr das da nochmal genau lesen oder sehen. Da müsst ihr einfach Pause drücken, da seht ihr das. Hier oben sind unsere Dampfakkus und hier sind die ganz normalen Akkus, die wir jetzt in Fernbedienung haben. 3-fach A, 4-fach A, Doppel A. Das ist jetzt hier eine AA, glaube ich, oder? Ja, das ist eine AA. Und die ganz kleinen, die in den neuen Fernbedienungen alle drin sind, sind ja 3-fach A oder 4-fach A. So, das soll es jetzt aber soweit gewesen sein. Ich werde das jetzt hier erstmal testen. Ich werde hier laden. Ich bin, wie gesagt, jetzt hier schon, ich bin echt schwer begeistert. Wir haben hier jetzt... So, ich muss noch ein bisschen ranzoomen, dass ihr das jetzt vernünftig sehen könnt. Ein bisschen zu weit, würde ich sagen. So, hier, ihr seht, wir werden beide noch geladen. Ich habe beide auf 1 Ampere da. Und wir sind hier bei 35% und hier bei 15%. Ja. Wir sind jetzt hier bei 2 Stunden noch was wir brauchen und hier auch bei 2 Stunden. Also hier knapp 3 Stunden, hier 2 Stunden 16. Das funktioniert recht schnell. Ihr seht hier auch die Ladeanzeige. Ja, funktioniert recht gut. Und man hat hier eine schöne Übersicht. Die laden wirklich extrem schnell hier, würde ich jetzt sagen. Ich bin mal gespannt, wie weit die denn sind, weil wir haben ja bei dem 17%, haben wir ja bei dem 17% Akku hier, haben wir ja bei 0% angefangen. Der war ja komplett leer. Und der bei 36, da haben wir angefangen mit, ich glaube 5% oder 4%, 4%. Ja. Und beide Ladeschachte sind voneinander unabhängig. Also ihr könnt nur einen laden, ihr könnt beide laden. Das heißt nicht, dass der Strom erst in 1 reingeht und von 1 in 2. Jeder hat seinen eigenen Stromkreis, dass sie getrennt voneinander geladen werden. Das heißt nicht, wenn einer voll ist, dass der Strom dann immer noch durchfließt. Der wird dann komplett abgeschalten und wird der nächste dann weiter geladen. Also da seid ihr auf der sicheren Seite, dass jeder seinen eigenen Ladezyklus und Ladestromkreis hat. So. Ist auch sehr leise. Also eigentlich man hört man gar nichts. Ja. Warum ich jetzt das Ohr ran mache? Ja, ganz einfach, weil bei meinem Nikon i2 oder T2, was ich habe, das ist richtig nervig vom Piepen her, wenn ich, es ist auch ein Zweier, wenn ich da Batterien drin habe, auch wenn ich keine Batterien habe, die ganze Zeit, das ist so nervig. Und ich habe hier nicht 20.000 Räume, wo ich meine Ladegeräte verbannen kann. Deswegen wird alles im Wohnzimmer geladen. Deswegen will ich ein Ladegerät haben, was keinen Lüfter hat, was wirklich leise ist und kein dieses nervige Piepgeräusch. Und ich habe jetzt hier mal rangehört. Hier ist gar nichts. Selbst wenn ich mein Ohr hier direkt ans Ladegerät mache, gar nichts. So,
Das sollte jetzt aber soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich jetzt. Ich mache jetzt Feierabend. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Je nachdem, wenn ihr das Video guckt. Tag, Abend, Frühs, keine Ahnung. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.